Wundert euch, warum hier Sam steht, ne? Wahrscheinlich. Ist halt mein Abkürzungsname. Weiter. Das Kunstblatt mit einer Blume. Wir spielen ein kleines. Eine Frau, die erwachsen ist, und dann appelst du aus der Perspektive eines Kleinkindes, würde ich sagen. Hey Vampi, alles klar, grüß dich selbst. Wie geht es dir? Lange nichts von dir gehört. Wampe. Wirklich, schon lange nichts mehr von dir gehört. So, warte mal, ich zieh mal den Fernseher ein bisschen in die Mitte. Das ist mir gerade aufgefallen. Das heißt, die Cam muss ich aber auch wieder richten, oder? Ja, leider. Das finde ich auch. Also, Discord von Beintür ist ja auch weg. So, Cam ist so. Ja, ist ganz okay. Guck mal, da ist die rote Tasse. Die Tasse da. Die gehört zwar jetzt meinem Sohn, aber früher hat sie mir gehört. Wir teilen uns alles. Juhu, wir dürfen Taschenlampe verwenden. Also, ich weiß gar nicht. Also, ich bin ja. Ich arbeite ein bisschen ja für Behindtür, aber nur ein bisschen, weil, ja. Manche Sachen finde ich jetzt, muss man. Kann man nicht. Mal nichts machen. Trolle gibt es überall, leider. Halt. Ah. Was machst du so, Vampi? Vampi-Ball. Hört sich an wie Raupi. Raupi-Vampi. Bist eine Raupe jetzt. Name ist Vampi. Geil, neues Pokémon. Jetzt weiß ich. Ohne Scheiß, ich werde Nintendo ein Pokémon-Bild schicken. Oh ne. Testament. Nein, warum? Warum muss ich wieder lesen? Wieso bestrafst du mich, Game? Ja, toll, da spielt ihr mal gerade Skyrim, da ist genauso viel zu lesen. Heute ein bisschen eher Feierabend. Jo, zocken ist gut. Feierabend ist auch gut. Genießt das. Also ich habe jetzt noch momentan noch Kinder frei, deswegen streame ich halt. Ich muss irgendwie mal lernen, sag ich mal, dass ich die Cam. Ich weiß gar nicht, ich kann. Doch, den Fernseher ein bisschen nur noch. So, jetzt Testamentvorlesung von Jackie Essercado werde ich vorlesen. Also ich lese es vor, also ne, nur. Also ich bin nicht tot. Ich lebe. Aber, naja. Ich, Punkt, 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 mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit alle meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die ich meine Freunde und Partner nennen. Echt jetzt? Meine Agentin Thomas Caldwell mache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, die Ratten. Ich biete darum, dass es bitte darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es wie es das mit mir getan hat. Meine Verlegene Lian Brickstone, die haben wir ja im Hauptspiel auch kennengelernt, also zumindest in Briefe. Vermache ich die Flammen, denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass sie ihn zusammen mit der erlehnten Schlampe und dem kreischenden Balg, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Alter, ist der Typ das. Boah. Naja. Meine Rechtsanwalt James Jerome Settler vermache ich die Krankheit, die meinen Verstand und meine Seele verrotteter ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlt, kann, wie er dies für mich gewesen ist. Okay.
allen sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebälk kriechen, hinterlasse ich nichts zur Hölle mit euch allen. Zu guter Letzt vermache ich dir meine geliebte Tochter, meine gesamte irdischen Besitztümer, was auch immer. Sorry, ich wurde gerade durch eine Nachricht von WhatsApp abgelehnt. Irdischen Tochter, so und so, Besitztümer, was auch immer sie wert sein mögen, hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann nicht ich dir geben. Das musst du selbst entscheiden. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Also so ein Grause. Ist das der erste oder der zweite? Es ist der erste Teil, aber das DLC. Es ist das DLC. Halt, ne? So. Warte mal, ich schreibe gerade, dass ich live bin. Und ich antworte später drauf. So, boah. Immer das Gleiche. Ja, es ist halt, wenn es nicht wichtig wäre, würde ich jetzt nicht antworten. Aber es ist schon wichtig, wenn es um meinen Sohn geht, wenn ich, damit ich Bescheid weiß, wann er nach Hause kommt, so und so, und weil ich live bin. Testament ist doof. Ja, dass ich weiß, wann ich Feier machen kann. Das ist Babyface. Also wir haben ja gehört, sag ich mal, also gelesen, im Hauptspiel haben wir ja gelesen, dass es Babyface ist. Und hier war der Code 636, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und da war ja die Telefon und das Telefon, was hier ist. Wäre cool, wenn es jetzt hier auch klingen würde. So, ich mache mal zwei Kopfhörer. Der zweite Teil, den spiele ich auch noch, aber erst will ich das DLC durchhaben und eventuell will ich den ersten Teil noch mehr ausweitern. Weil ich gewisse Wege noch nicht gegangen bin, die existieren. Es ist leer. Es ist leer. Oh mein Gott, Wampi. Hast du schon mal Laia so viel gespielt, Wampe? Vampi. Vampini. Hat sich auch wie ein Pokémon, Vampini. Oh nee, bitte nicht. Oh, da ist ein Bild. Hallo? Wieso können wir das jetzt nicht aufheben? Das ist mies. Taschenlampe ausmachen. Aha, jetzt können wir so was. Hm. Spiel. Okay, da ist die Tochter. Ach du Scheiße, jetzt verstehe ich. Oh. Da ist die Tochter, die weint. Die verstehe, also die Kleine. Da ist der böse Vater und da ist die Mutter, die angepöbelt und geschlagen wird. Alter. Hab es mal angespielt und mir dezent in die... Dito. Also ich hab auf meinem YouTube-Channel Vampi und auf Twitch, also auf Twitch ist es dafür ewig als Highlight und auf YouTube hab ich es extra auch hochgeladen. Also von daher... Also, ich habe mich auch in der Hose gemacht direkt am Anfang, aber danach ging es irgendwie. Ich finde es okay, sagen wir es so. Jetzt geht es auch irgendwie, also es ist auch schon gruselig, ne? Aber ja, ich weiß jetzt gar nicht, so doll wie am Anfang fand ich es jetzt irgendwie jetzt.
Also was ich nur schaurig finde, ist eher. Ich halt nicht. Das ist bloß wütend. Krass. Was wollte ich erzählen? Es hat schon Schockmomente, immer noch, ja. Aber ich weiß gar nicht, es ist halt. Ja. Und was mich so, das ist, ich frage mich, warum sind die gruseligsten, schockigsten Spiele, die ich also gespielt habe, immer. Zum Beispiel das Hauptspiel handelt ja, dass man den Vater spielt und hier die Tochter in DLC. Können wir die Schallplatte finden? Von da muss jetzt leider wieder los. Ein bisschen. Jo, danke Vampi fürs Reinschauen und viel Spaß beim Kram erledigen. Halt. Geht das wirklich nicht? Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay, wir können es auch nicht mehr drehen. Yay, ich liebe sowas. Nee. Hier ist noch ein Bild. Das ist doch. Nee. Hä? Das Malerzimmer war unten oder jetzt oben? Ich bin irritiert. Wegen, oben war auch ein Malerzimmer und unten war eins. Aber das Bild ist schön. Scheiße. Nein, ich will nicht. Ich will den Schlüssel nicht. Es ist das Malerzimmer. Also, wie. Jetzt spielt es ja nach dem Vater. Ich glaube, der Vater ist auch verstorben. Bla bla bla. Das Haus gemacht. Ist auch nett. Aber ohne Scheiß, ich glaube, ein Haus. Ach, guck mal, sieh an, dann ist das das Malerzimmer. Oh, nee, das ist Kinderzimmer. Aber hier ist die Mutter. Hey, guck mal, hey, der hat doch schön. Guck mal, da sieht die so verbrannt aus. Okay, aber da sieht schön, schön, schön. Ich weiß gar nicht, was der hat. Hey, warte mal, ist da vielleicht noch eine Skizze oder so? Ich finde es irgendwie irritierend. Hier ist ein Raum, aber. Dass hier nichts ist, kann ich mir nichts vorstellen. Alter, wie viele Bilder hier sind. Doch da in der Ecke, siehst du, ich hab doch gesagt, irgendwas muss da sein. Der Wahnsinn, der Vater des Wahnsinns. Ich will meine perfekte Frau malen. Eine perfekte Bild für mich. Oh, jetzt hab ich Tür. Hey, hey. Oh. Das ist das Kinderzimmer. Ohne Scheiß, was ich irgendwie blöd finde, Leute. Wenn man eine Wohnung nicht eingeräumt, also ich habe, wenn keine Möbel drin sind, finde ich es irgendwie unheimlich. Ich weiß gar nicht, ich finde es ein bisschen unheimlich. Jetzt geht es hier halt noch, aber trotzdem ist es so leer. Als ob man, dann fühlt man sich so in, wie in einer Halle, versteht ihr? Warum ist das Bild so unscharf, aber okay, haben wir schon gemerkt. Ein Trigger. Mama! Okay. Das ist mies. Ich finde es richtig mies. Die Tochter ist schon. Ja, du hast eine scheiß Fantasie jetzt gerade.
bist doof. Du erzählst eine Geschichte. Alter, das Bild. Früher, Leute, früher wurden die Leute wirklich verewigt durch Malerei. Die Augen. Das arme kleine Mädchen wird gefressen. Ich werde mal einmal, ich weiß gar nicht, ich werde einmal irgendwann mal wegen dieser eine Herausforderung. Das steht ja nicht, sag ich mal, aber ich kann ja nochmal gucken. Wie sieht das ja leider nicht, aber Herausforderung. Da steht nicht, ob viele Bilder. Da steht nur. Okay, sammeln, sammeln, sammeln. Unsterblich in mein Herz eingeschrieben. Finde alle Familien andenken. Okay. Spiel einen Kritzel. Achso, von Nagetier oder. Da, hier. Betrachte eine volle Stunde lang Gemälde. Eine volle Stunde ein Gemälde betrachten. Betrachte eine volle Stunde lang Gemälde. Sag mal, hat eine volle Stunde 360 Sekunden? Ne, 3600 Sekunden. Muss ich mal ausrechnen, ich. Kann sein, dass es Sekunden da sind. Kann sein. So, jetzt haben wir das. Gehen wir runter. Eigentlich können wir das Haus verlassen. Komm, wir haben durch. Das Bild sieht unheimlich aus. Ohne Scheiß. Das ist so witzig, weil er so klein ist. Lili Patata! Nein, das macht man nicht witzig. Ich weiß, ich weiß. Ja, ohne Scheiß. Weil so ein scheiß Vater hätte mich auch nicht gewundert, wenn er die Tochter noch vergewaltigt hätte. Das hätte mich wirklich nicht gewundert dann. Nur zur Info. Wow, was ist das denn? Ich hab doch eigentlich nichts gemacht. Ich wollte gucken und dann boop. Dein Ernst? Sollen wir jetzt ein Bild malen? Pinsel oder da, Stift? Pinsel oder Lacke? Pinsel, komm. Wir greifen zum Pinsel. Klassisch. Kann man nicht beides greifen? Scheiße. Immer. Bessere Jahreszeit, das ist doch Frühling. Also ich würde es schön finden. Nein, leg das hin. Du warst gerade. Ja, sorry. Gut, wir dürfen keine Wachsmalstifte wahrscheinlich mal. Also annehmen. Finde ich irgendwie traurig, aber okay. Was haben wir jetzt? Okay. Herrlich. Vögel, die. Was würde passieren, wenn wir das Gegenteil machen? Ich gehe gucken, vielleicht finden wir noch mehr Farben. Mami? CV. Also. Wieso ist der Hund verquickt hier? Also? Der Rest geht jetzt eigentlich, ne? Oha. Okay. Hä? Das ist mal, okay. Warte mal. Hier ist rot. Nehmen wir mal rot, mal gucken. Also weiß-grün haben wir. Mal gucken, was passiert, wenn wir rot nehmen. Herbst des Lebens.
schon. Okay, jetzt haben wir ein Herzbett. Okay. Kaputte Vase. Ist ja alles in seiner Erinnerung. Das Blau. Blau hatten wir noch nicht, dass ich wüsste, dass wir Blau haben. Hier sind Pinsel wieder, okay. Ne, Blau hatten wir nicht, ne? Ich gehe zwar hier mal gucken, was hier so rumliegt. Aus Neugier, vielleicht finden wir was. Wir können hier aber auch nicht rennen, ne? Um zu impfen. Ach du Scheiße, ich glaube, ich erinnere mich jetzt an dich. Nein, nein. Der hat doch nicht wirklich so was jetzt reingemacht, ne? Das Gelb, okay. Ich wollte nur das Kunstwerk zu Ende machen, ne? Das ist schon klar. Also es ist kein Jump'n'Run-Game, nur zur Info. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe Blau. Blau haben wir noch. Hä? Was soll man jetzt machen? Ich hätte besser zurückgehen sollen. Jasmin, was meinst du? So, was hätten wir machen sollen? Also hier ist ein Berg voller Spielzeug. Und eine süße Katze. Die süße Katze ist da. Kannst du mir helfen, Kätzchen? Nein. Ja. Wir können auch nicht quatschen oder so, ne? Herbst. Kann man dich nicht umschmeißen irgendwie? Wo kann ich nicht? Hey, hätte ich. Ich hasse sowas. Du bist aus diesem Fenster, ich komme nicht weiter. Katze, soll ich irgendwas anstarren? Freundlich traurig, freundlich traurig. Freundlich traurig, also gespaltene Persönlichkeit. Es ist kein Jump'n'Run-Game, sonst hätte ich gesagt, hey, springen wir da lang. Warum bist du nicht zurückgegangen, Jackie? Weiß ich nicht. Ohne Scheiß, mir wird langsam schlecht. Ich habe ja eine Farbe. Ich glaube, wir hätten hier überhaupt gar nicht da lang gehen sollen, ne? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Schon wieder so ein Scheißrätsel. Das Bild bemalen. Ich hoffe, dass ich nicht so einen Bug kriege wie. Wie hieß das? Ach, nee. Wie. Behind You. Mark, der hatte. Boah, solche Box mag ich nicht. Ich kann auch nicht quatschen, versteht ihr Leute? Das ist das Einzige. Hier ist das Gemälde. Ich will da rein. Guck jetzt alles von nah an. Gucken wir. Hier ist ein Ball. Ein Ball hochtragen. Alter. Alter, euer Ernst. Euer fucking Ernst, Entwickler. Ein Ball.
Ich drehe mich nicht um. Nein. Nein, 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 nein! Wir haben es fast geschafft gehabt. Nein. Nein, 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 ich hasse es, wenn ein Kind weint, das meine ich nicht. Und das ist so traurig dann. Juhu, wir haben Ball. Jetzt können wir darüber. Und haben schwarz. Was ist, wenn ich aber nicht schwarz nehmen will? Ich wollte blau. Ich wollte wirklich blau. Diese Gemälde. Ich denke, man hätte den Ball räumen müssen. Also, wer kommt denn auf so eine Idee? Ich will immer noch blau haben. Ich will schwarz nicht. Schwarz, obwohl schwarz, wir könnten vielleicht später noch mal blau, ne? Ein schönes Pferd. Aber das Haus sieht irgendwie so eingestürzt aus. Komm, wir nehmen jetzt blau, wenn wir blau finden. Hund, verpiss dich bloß, bitte, 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 ich will blau. Blau, blau, blau. Bist du blau? Das ist grün. Nee, blau war doch in diesem Gang drin, nee. Blau ist die einzige Farbe, die wir noch nicht verwendet haben. Alter, WTF. Da ist der scheiß Dobermann. Und das Bild hat sie auch... Nein, nicht schon wieder so eine Wand! Warum bin ich so scheiß neugierig und muss immer diese andere Sachen gehen? Was war das denn? Ein süßer Bär. Obi-Gnolli-Kuschiku. Da ist gelb. Gelb hatten wir, ne? Nee, doch. Nee, nee, hatten wir nicht, oder? Scheiße, ich hab nicht mitgezählt. Hallo? Schönes Bild. Hier ist grün. Was für ein scheiß Labyrinth ist das? Warum spiele ich das überhaupt? Frage ich mich. Weil ich Lust drauf habe eigentlich. Und warum rege ich mich auf dann? Das ist doch rot, ne? Ich gehe davon aus, dass es rot ist. Könnte auch rosa sein. Aber das hatten wir schon. Diese Farbe. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Das ist gelb. Ach du Scheiße, jetzt ist da Feuer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein. Ich Trottel hätte wirklich direkt immer blau nehmen. Ich will eigentlich nur wissen, wie es ist. Der Farbe nicht. Okay, hier ist ein Stuhl. Da ist ein Kästchen. Wo Farbe drin ist. Vielleicht kommt es gibt eine Errungenschaft, teste alle Farben aus. Wow. Ja, gelb. Ich gehe nur in den Kreis. Ich kann ja mal umgekehrt gehen, aber ich glaube, das hat doch keine Wirkung, oder? Ich gehe mal gleich gucken.
Okay. Das ist aber interessant. Sehr interessant. Da war ja der Teddy, ne? Komm, scheiß drauf, nehmen wir gelb. Wegen rot hatten wir schon. Ich muss erstmal eine Tür finden, um dieses Mittelzimmer wieder. Ich geh zwar hier nochmal gucken, aber hier glaube ich gar nichts. Ne. Hast du irgendwelche Pläne, die ich mich frage? Ja, gut, warum liegen die da? Aber damit ich aus dem Raum will, ich glaube, mir wird da langsam wirklich schlecht durch den Raum. Richtig, die Sonne. Eine Tragödie. Boah, endlich sind wir raus. Seine Fehler vermeiden, ja, wow. Richtig verarschen, haben wir sie jetzt durch? Nee, ich würde schon sagen. Wenn ja, das wäre ein kurzes DLC gewesen. Echt kurz. Seine Fehler vermeiden. Ich bin froh, dass ich nur Dings genommen habe. Könnten wir nicht das Haus einfach verlassen kommen? Ich gehe mal gucken. Hey, hier ist ein Brief. Echt jetzt? Warum haben wir das übersehen? So, Leute. Lieber Freund, heute will ich da, bevor ich zu meiner neuen Termin aufbreche, einen letzten Versuch unternehmen, mit Ihnen zu kommunizieren, da Sie offenbar beschlossen haben, auf meine Anrufe und Briefe nicht zu antworten. Will ich persönlich mit Ihnen sprechen? Wenn Sie dies lesen, ist mir das nicht gelungen und möchte ich mich dafür entschuldigen. Sollten Sie mich ignorieren, werde ich diesen Brief unter Ihre Tür durchschieben. Hoffentlich können Sie ihn wenigstens lesen, falls der Umstand, dass ich an Ihrer Tür geklopft habe, Ihnen Unbehagen bereitet hat. Sollen Sie um alten Zeiten willen wissen, dass dies nicht meine Absicht gewesen ist. Ich wünsche Ihnen sagen zu können, eine wundersame Lösung für Ihr Problem gefunden zu haben. Doch das ist leider nicht der Fall. Sie sollen wissen, dass ich als Ihr gesetzlicher Repräsentant immer meine besten getan habe, so war mir Gott helfe. Leider bin ich der Meinung, dass die Probleme mit einem, mit denen die sie kämpfen, weit über meine Expertise
Expertise hinausgehen. Ich fühle mich jetzt erneut genötigt, Sie zu bitten, professionelle Hilfe aufzusuchen. Doch seien wir ehrlich, wenn Sie auf mich hören würden, hätten Sie das schon längst getan. Es tut mir leid, dass es so enden musste. Doch ich werde immer an Sie und Ihre Familie denken. Ihr alter Freund James Hermes Sittler, Rechtsanwalt. Furchtbar, die wollen doch alle nur Geld. Anwälte, wer braucht denn die? Ja, ich wollte eigentlich ausprobieren, ob wir raus können. Ich kann auch nicht meine Griffe anfassen, lol. Puh, es stinkt hier dran. Ja, stimmt, das ist der einzige Raum, wo wir nicht waren, ne? Das ist mir gerade auch eingefallen. Eigentlich fast in jedem Raum bis auf die Küche. Der liegt auch immer da, ne? Ich mach alles auf, komm. Vielleicht ist irgendwas drin. Jetzt kommt's. Ein Bild, wo ein Kind dran in den Ofen steckt. Ich steck dich in den Ofen rein, du Blag! Nein. So redet man nicht. Das arme Süß. Oh ne. Bitte was? Erinnere dich daran wie gestern. Oh mein Gott, was für ein scheiß Bild. Nein. Ich will's nicht, so eine Rusche. Oh nein. Hat den Hund wirklich getötet oder was ist los? Hat er ihn. Hey, was hat er jetzt gemacht? Hat er ihn umgebracht? Was war damit? Das hat sich angehört, als ob der die Kehle aufgeschlitzt hat und noch ein bisschen gelaut hat und dann. Stille. Ruhe. Oder so. Armer Kind. Aber der, obwohl der Hund, komm, der Hund hat doch laut ihrer Erinnerung auf sie gejagt. Ich würde doch eigentlich doch nicht auf, der würde ich doch als Kind Angst haben, wenn mir ein Hund so was machen würde. Und nun, können wir jetzt abhauen? Ist das DLC vorbei? Ich weiß gar nicht, wie lange geht das? Also hier waren wir. Hawaii. Erinnert mich irgendwie an Dead Island, das Bild. Hell. Ich hab Paradies, hell. Soll das eine Anspielung auf Dead Island sein? Und da gab's, die haben doch, glaube ich, so eine Palme und, ist die Treppe immer so gewesen? So eine Palme, wo ein Typ hängt? Das stimmt, wir konnten hier nicht rein. Scheiße, jetzt können wir rein. Ja, reden, indem sie totschlägt so. Ja, stimmt, die ist sauer, kann ich verstehen. Oh
Wenn man so einen scheiß Vater hat, würde ich auch sauer sein. Also bin ich ja eigentlich immer noch ab und zu. Ja, jetzt brennt das Haus, ist klar. Zimmer fällt auseinander. Mein Gott. Wir haben ein Bild zerstört, Erinnerung, ich habe alles aufgesagt. Und nein, das DLC ist vorbei. Es ist vorbei, Leute. Oh mein Gott. Leider ist so viel. Oh mein Gott, das DLC ist vorbei. Das zerstört ein Bild und das Haus. Ich verstehe es nicht. Das ist, glaube ich, symbolisch gemeint. Aber sie ist sauer, warum der Vater so scheiße zu ihr und zu einer Mutter und den armen Hund war. Der Hund wollte wahrscheinlich sie so verteidigen. Kotzt mich so an. Echt, Leute. Sowas kotzt mich an. Krasse Scheiße. Haben wir wohl leider so viel jetzt durch, ne? Also zumindest in das DLC. Gab es da auch verschiedene Wege? Weiß ich nicht. Beim ersten Teil ja. Krasse Scheiße. Asper. Ich weiß nicht, hier irgendwie habe ich das Gefühl, dass Asper der Name schon einmal ich gelesen habe bei Star Wars. Also Force Unleashed, so eine Spieledatei. Im Spielstand, da stand Aspera und so alles. Aspire oder so, wahrscheinlich. Wie soll ich sagen, das DLC ist gut gemacht worden, ist es etwas kurz, ja, aber ist es gut. Sagen wir so. Ich finde es zwar traurig, es ist mal aus der Sicht der Tochter halt alles zu sehen. Ich finde, sage ich mal, scheiße, dass der Vater so ist. Deswegen, das hat mich schon am ersten Teil geärgert. Halt, und Leute, werdet nie so wie der. Behandelt eure Kinder ganz gut und so, also die Frau auch. Halt, auch wenn unnötige Diskussionen gibt. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Also, und lasst Finger von Alkohol. Hilft nicht. Nee, das macht nur alles schlimmer. Ich bin zwar, hab noch nie so was erlebt wie Jan, aber trotzdem. So, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und ja, mal gucken, ne? Ich werde jetzt auch, glaube ich, aufhören zu streamen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal, morgen, eventuell. Morgen früh. Und schaut auch gerne auf YouTube vorbei oder auf Twitch. Wenn die Leute, für die Leute, die jetzt gerade auf YouTube sehen, schaut gerne auf Twitch vorbei. Und die Leute, die jetzt gerade auf Twitch online noch sind, geht auf YouTube, JackieHasTaKaroTV. Kanal ist so in der Beschreibung drin, in Kanalbeschreibung bei auf Twitch. Und ja, da habe ich jetzt vor kurzem eine Reaction hochgeladen und über E3 Trailer 1 und das zweite kommt auch noch. So. Zumindest für die Spiele, die mir so interessiert haben. Danke nochmals und falls wir uns nicht mehr sehen sollten, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Tschüss. Tschüssi, tschüss. Hab euch ganz doll lieb.